und darf jetzt um ein Grußwort bitten, den stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger. Hubert, komm rauf. Bitte schön. Ja, liebe Jägerinnen und Jäger, liebe Weitkameraden, sehr geehrte Frau Bürgermeister, lieber Ernst Weidenbusch, liebe Jagdhornbläser, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine sehr wichtige Versammlung, die ja heute abzuarbeiten ist. Und Sie haben es vorher schon gemerkt bei dem Stichwort faires Miteinander, spontaner Applaus. Ich glaube, das ist ja die Kernsehnsucht, die uns heute auch zu dieser Veranstaltung treibt. In Kürze beginnt das neue Jagdjahr. Am 1. April ja, werden die Karten immer wieder neu gemischt, werden die Hochsitze repariert, schaut man dem neuen Jagdjahr entgegen, kümmert man sich dann bald drauf, wenn die ersten Wiesen gemäht werden, Anfang Mai, dass die Kitze nicht tot gemäht werden, versucht Wildschäden zu verhindern, geht auf den Bock. Und das sind die Dinge, meine Damen und Herren, die wir als Jäger, die wir als Kreisgruppen, die wir an der Basis auch umsetzen wollen. Und ich glaube, ja, wir müssen versuchen, dass wir aus der heutigen Veranstaltung rausgehen mit einer ja, inneren Geschlossenheit, die wir brauchen, um die Herausforderungen wieder angehen zu können, die uns tagtäglich... die uns tagtäglich draußen begehen. Und ja, es sind Zielkonflikte, in denen sich die Jagd bewegt, so wie sich alles immer mehr in einem Zielkonflikt bewegt. Und wir sind eben besonders gefordert mit einem ja, traditionellen Jagdhandwerk, das vielleicht bei immer mehr Mitgliedern dieser Gesellschaft auf Stirnrunzeln stößt und die Nutzer draußen die Bedeutung der Jagd erkennen und wissen, wie wichtig sie ist, wir sie aber immer wieder neu erklären müssen und viele neue Dinge, die auf uns zukommen. Ich sprich jetzt auch ganz vorneweg mal diesen Konflikt nochmal Wald und Wild an, meine Damen und Herren. Sobald man sich mit diesem Wortungetüm oder Wortgeschöpf auseinandersetzt, hat man im Prinzip schon verloren, denn ob es Wald und Wild, Wald vor Wild, Wald mit Wild, Wild vor Wald und hin und her, ist man sofort verfangen. Aber wir sind als Jäger Anwälte des Wildes und natürlich auch der Natur und des Waldes. Und ich glaube, wir dürfen uns diese ideologische Parole gar nicht in die eine oder andere Richtung anziehen, sondern müssen das Ziel definieren. Und das Ziel ist für uns Erhalt der heimischen Wildbestände und als Anwälte des Wildes natürlich alle anderen Gesichtspunkte zu berücksichtigen und damit einen Konsens herzustellen mit den Nutzerverbänden, mit den Landwirten, mit den Waldbauern. Und es ist ja geradezu grotesk, dass hier immer wieder versucht wird, auch ja, Sand ins Getriebe zu bringen. Und man hätte ja fast den Eindruck, dass dann dieses damalige Thesenwitzpapier seine Früchte trägt nach dem Motto Wald. Mit dem Motto Waldbesitzer, Grundbesitzer und die Jäger auseinander zu definieren, meine Damen und Herren, dann sind wir beide verloren. Wir gehören zusammen, Landwirtschaft, Waldbesitz und Jäger müssen wie gute Brüder miteinander dieses gemeinsame Erbe Wald und Wild draußen pflegen und dürfen nicht ja, mit falschen Partnern meinen, den anderen kurzfristig ja, unter den Tisch zu bringen, denn dieselben, ich sage das jedes Mal, dieselben, die uns heute sagen, wir müssen als Jäger alles anders machen. Das sind auch dieselben, die morgen den Waldbauern sagen, die müssen alles anders machen, dürfen den Wald nicht mehr nutzen und müssen ihn stilllegen und diese politischen Aktionen laufen ja, aus Brüssel kommen ja Vorgaben, 10% der Landesfläche quasi stillzulegen, Waldnutzung einzustellen und Jagdnutzung auf diesen Flächen einzustellen. Also wir tun sehr gut daran, gemeinsam nach vorne dieses Kulturgut Jagd und das an Grund und Boden gebundene Jagdrecht zu verteidigen. Auch das ist nicht auf Dauer in Stein gemeißelt und es gibt Kräfte, die das hintertreiben wollen, mit dem Ziel, dass auch der Landwirt am Ende nicht mehr bestimmt, wer auf seiner Fläche jagt, dass er am Ende noch zahlen muss dafür, dass ein Wildmanager
mit dem richtigen Parteibuch am Ende vielleicht sogar, meine Damen und Herren, dort draußen nur noch unterwegs sein darf, politisch korrekt das und jenes tun darf. Also wir müssen die Jagd an dieser Stelle weitestgehend entpolitisiert halten und müssen sagen, wie 1848 erstritten, Grund und Boden bestimmt das Jagdrecht in bestem Einvernehmen mit dem Jäger. Die wählen ihren Jäger und wenn die mit ihrem Jäger handelseinig sind, dann brauchen wir wenig Politik von oben, die immer erklärt, was die vor Ort alles falsch machen. Lasst die Souveräne vor Ort wieder selber mehr agieren und redet weniger drein. Und dann sind wir auch beim Thema einer Anpassung oder Weiterentwicklung des Verbissgutachtens, wie wir es ja auch in den Koalitionsvertrag der Bayern-Koalition geschrieben haben, dass wir eben auch die Belichtungssituation und andere Parameter heranziehen, um diesen Wald-Wild-Komplex zu entschärfen, um zuzugeben, natürlich, das sind Pflanzenfresser und die leben nicht von der Luft, sondern sie leben von der Pflanze. Wenn es zu viele sind, greifen wir ein, dafür sind wir da. Aber es ist nicht Abschuss das alleinige Mittel, um zum Ziel zu kommen. Es ist ein sehr wichtiges, vielleicht das Wichtigste, aber nicht das alleinige. Und wenn Sie jetzt draußen unterwegs sind und sehen die Sprünge 10, 12 Rehe auf der Wintergerste stehen, meine Damen und Herren, und dann kommen jetzt an Anfang April schon wieder die Anträge auf vorzeitigen Abschuss. Das kann in den einen oder anderen Revier richtig sein, aber wenn wir hier jetzt von den 10 oder 12 eins wegschießen, dann haben Sie halt 9 oder 11 und wir haben die 10 oder 12 auf der Wintergerste draußen lieber wie 9 oder 11 vor lauter Angst in der Dickung drin, wo sie verbeißen. Also heißt es ganz klar. Heißt es an der Stelle ganz klar, dass Abschuss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort das richtige Steuerungsinstrument ist, dass es aber zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gerade das Gegenteil bewegt. Und dahin müssen wir uns weiterentwickeln. Wir brauchen intelligentere Konzepte, um diese intensiv bewohnte und genutzte Kulturlandschaft jagdlich gezielt zu nutzen. Und die Nutzungskonflikte, die Zielkonflikte werden mehr, aber wir können sie positiv gestalten. Es kommt das Thema Energiewende. Wir werden mit Windrädern, mit Photovoltaikflächen plötzlich in unseren Revieren zu tun haben. Da können wir auch sagen, das wollen wir verhindern. Jetzt bin ich als Energieminister mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir müssen auch hier die Chance ergreifen. Und ich habe so manchen Windkraftstandort gesehen, der in einer früheren Fichtendickung stand und plötzlich dort Äsung und ganz neue Ökostruktur ergibt, die nachher wertvoller war wie vorher. Ich kann mir vorstellen, wenn wir Photovoltaik-Freiflächen auch aus jagdlicher Sicht richtig angehen, dass die Zäune wild durchgängig sind und dann da drin 10 Hektar Land sind, wo kein Spaziergänger mit dem Hund reinkommt, wenn die Flächen dort auch mal Wildblumen wachsen dürfen, dann hat es vielleicht plötzlich Wildbiotope, wo vorher eine monotone Agrarlandschaft war. Also wenn wir die Dinge richtig angehen, und da habe ich Praxisberichte, dass die sagen, ich hatte noch nie so viele Fasanen und Rebhühner wie jetzt mit der PV, wenn man das richtig macht. Wenn das aber wilddicht ist und da drin ständig nur Schafe sind, dann ist es halt nicht so gut. Also man kann alles so und so. Und diese Dinge müssen wir angehen. Ein weiteres Beispiel, ich bin jetzt mit den Automobilherstellern in Kontakt, um das Thema Wildunfälle in den Griff zu kriegen. Weil wir immer noch mit modernsten Autos jedes Jahr in Deutschland 300.000 Stück Wild überfahren. Und wir hätten die Technik dazu, mit Sensorik heute das Reh zu erkennen, wenn es sich der Straße nähert, Alarm schlägt im Auto und man abbremst, meine Damen und Herren. Und hier sagt man ja auch nicht Auto vor Wild oder Auto und Wild oder Wild vor Auto, sondern da müssen wir ja auch Auto und Wild vernünftig gemeinsam managen und nicht zu sagen, nur mit Abschuss reduzieren wir die Wildunfälle, sondern auch mit moderner Technik. Und deswegen will ich hier, ob wir jetzt vor Wald vor Wild reden, um hier Wald und Wild gegenüberzustellen, könnte man genauso das Thema Verkehr und Wild gegenüberstellen und sagen, Verkehr vor Auto, wir wollen Autounfälle vermeiden, also erschießen wir alles. Nein,
Wir müssen versuchen, auch hier mit moderner Technik, mit Intelligenz, mit Konzepten, Auto und Wildtiere in unserem Land gemeinsam möglich zu machen, wie vorher gesagt, mit Energie und Wild. Also viele Zielkonflikte, wo das Wild mit reinspielt. Und als Anwalt des Wildes sind wir eben gefordert, intelligente Maßnahmen einzufordern und nicht nur den Abschuss an der Stelle. Und letzter Gedanke noch dazu, meine Damen und Herren. Wir führen jetzt auch Gespräche zwischen DEHOGA, also Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, und dem Bauernverband, um die regionalen Produkte unserer Landwirte wieder in den regionalen Gasthöfen mehr zu platzieren. Nicht das Steak aus Südamerika, sondern vielleicht das Rind vom Bauern um die Ecke, der dann das Grünland erhält, die Landschaft pflegt und so weiter und so fort. Das sind dann auch unsere Jagdgenossen. Und genauso müssen wir auch das Thema Gastronomie und Jagd wieder mehr zusammenführen und zu sagen, das heimische Wild wieder mehr in den Gasthäusern vor Ort zu platzieren. Da gehören nicht in erster Linie die Garnelen aus Südostasien rein, sondern da gehört das Reh aus dem Allgäu und der Karpfen aus der Oberpfalz und der Hase aus Niederbayern und so weiter. Da gehören die heimischen Wildprodukte wieder auf den Teller. Und wenn wir hier über die Kulinarik den Menschen erreicht haben, dann stehen die auch wieder zur Jagd, dann sehen sie auch wieder ein, dass es vielleicht doch besser ist, den Fuchs zu bejagen, um den Hasen selber essen zu können, den Wolf nicht hochkommen zu lassen, um Reh, Gams und so weiter selber essen zu können. Und nicht zu sagen, ja, das regelt sich ja alles selber, aber wollen wir denn, dass sich alles selber regelt, dass uns der Fuchs das ganze Wildbrett wegfrisst? Wollen wir ja nicht. Also wir müssen dazu stehen, jawohl, wir sind Menschen, wir können nicht von Luft und Liebe allein leben. Es ist zwar hin und wieder ganz gut, aber ein bisschen dazu ist es in Ordnung, dass man hier auch wieder mal was isst. Und wir essen auch nicht nur Grünzeug, obwohl wir Grünzeug gerne tragen, sondern es gehört auch Fleisch dazu. Und damit ist auch die Jagd der natürlich der Weg, um nachhaltig Fleisch zu gewinnen, auch für die menschliche Ernährung. Auch dazu stehen wir und stehen damit 1:1 an der Seite unserer Landwirte und Waldbauern, lassen uns nicht auseinander dividieren. Und in diesem Sinne heute einen fairen Umgang miteinander. Es lebe das bayerische Weidwerk. Lassen wir uns nicht auseinander dividieren. Gemeinsam für Wald, Wild und Natur vorwärts. Dankeschön.